Dann essen die eine Stunde und schlafen fünf Stunden. So sieht das manchmal aus. Na gut, rein geht's in die Pick und Bun, meine Lieben. Ich denke, es wird heute nicht so viel Überraschung geben. Beides ja eher Teams, die nicht unbedingt für ihre Cheesy Picks bekannt sind. Haben wir in den letzten beiden Tagen Italia gesehen, die sich dort ihren Weg in den kompetitiven Bereich der koreanischen Liga gebahnt hat. Ich denke, die werden wir heute nicht sehen, auch wenn sie meines Erachtens ziemlich gut funktioniert hat. Gerade gegen den Asi ist Italia wirklich ein Pick, über den man nachdenken kann. Und Crown ist ja auch ein versierter Asi-Spieler. Es ist halt die Frage, was Coco vorbereitet hat. War die mir jetzt rausgenommen. Niederlee übrigens noch offen. Wurde hier bisher noch nicht entfernt. Zack, da ist sie weg. Wollte ich schon sagen. Sollte man dort nicht so leichtfertig abgeben an den Gegner. Chase hätte sich gefreut. Allgemein im letzten Split waren die meisten koreanischen Jungler eher dazu forciert, Niederlee zu spielen. Wenn man Niederlee nicht spielen konnte und Niederlee immer offen war, dann war halt GG-RIP. Expression hier. Jetzt mit Chen unterwegs, finde ich mal gut. Das ist ein schöner Anfang. Mit Chen hat man natürlich auch viele Kombinationsmöglichkeiten. Samsung haben halt hier erstmal die Ziele, die wir auch in den letzten Games immer als First Pick sogar gesehen haben. Bin ich auch fest von überzeugt, dass es das absolut wert ist. Sylvie hat halt so gut wie keine Schwäche. Hat natürlich auch wenig Stärken, was das angeht. Also sie hat jetzt kein Matchup, was für sie übel gut ist. Sie hat aber auch kein Matchup, was für sie übel schlecht ist. Aber das ist eine Möglichkeit, die sicher wäre. Rexer sowieso gebannt, also ist Kragas nach Niederlee und Rexer auf jeden Fall eine Variante, die dort sehr sicher ist. Zusammen mit Sylvie hat man auf jeden Fall schon mal eine schöne Engage-Möglichkeit. Was gefällt mir besser, das Best of 3 oder das Best of 2 System? Mir gefällt das Best of 3 eigentlich besser. Zum einen sorgt es natürlich für klare Statistiken, zum anderen ist es natürlich für den E-Sport auch ein bisschen profitabler, weil du einfach mehr Screentime hast. Zum Ende des Blitz kann halt auch viel, viel genauere Aussagen gemacht werden. Ich finde die Begründung ehrlich gesagt auch ein bisschen lahm, dass gesagt wurde, ja, EU, die können gut mit Unentschieden umgehen, dementsprechend gehen wir den Best of 2 System und in NA machen wir ein Best of 3 System. Wenn ihr sowas beim Football nicht kennt, die Unentschieden. Hier sehen wir jetzt ein weitgehendes Standard-Matchup, das heißt Asi gegen Victor in der Mitte unterwegs. Der Alistair findet auch zurzeit immer mehr und mehr so seinen Weg wieder rein in die Profi-Szene. Eine Zeit lang rausgefallen, sicherlich auch durch den Ulti-Nerf und durch den E-Nerf. Hat er da einiges abbauen müssen. Das ist auch der Grund, warum er Kalista so ein bisschen aus dem Meta rausgerückt ist. Ist immer noch gut spielbar. Die Kombinationsmöglichkeiten mit den Supports sind halt ein bisschen beschränkter geworden. Puri ist übrigens bekannt für sein Twitch, also das hier nicht unbedingt so ein übelster cheesy Pick, dass er jetzt hier Twitch pickt, sondern dass er sogar eine Standardvariante. Und eine Twitch-Shen-Kombination, die kann auch ziemlich stark sein. Wenn überraschenderweise, und das funktioniert, Shen Twitch ultet und der unsichtbar ist, dann siehst du nicht, dass Shen auf dem Weg ist und dann bist du auf einmal alleine irgendwo unterwegs und aus dem Unsichtbaren kommen dann auf einmal zwei Leute und denkst du so, ja geil, super. Wollte ich absolut mit rechnen. Kindred bin ich persönlich momentan nicht so ein Fan von, gerade in dem Matchup. Allerdings bietet Kindred natürlich eine gute Möglichkeit, den Twitch hier am Leben zu halten. Und das wird das Wichtigste sein. Twitch ist ein übelster Hyper-Late-Game-Carry. Die Laning-Phase von Twitch, die ist absolut Grütze. Die sollte man auf jeden Fall auch für den Lane-Swap bei Longo gehen. Also möchte man jetzt nicht unbedingt ausspielen. Aber wenn Twitch halt ins Late-Game kommt, dann hat er wahrscheinlich von den AD-Carries und von den Hyper-Carries eines der höchsten Carry-Potenziale. Seine Ultimate hat so eine hohe Reichweite und auch diese Ultimate-Stacks können krippen und auch der Hurricane verteilt diese Ultimate-Stacks. Und das ist das, was Twitch so stark macht. Wenn du da noch richtig ordentlich Grit erstmal aufgebaut hast, verfügst du auch über ordentliche Schadenspotenziale. Und Fury hat schon das ein oder andere Game wirklich gut gespielt mit Twitch, allerdings auch immer risikobehaftet. Bei ihm war es wirklich mal der Fall, wenn er seinen Twitch ausgepackt hat, dass er entweder in der LCK richtig gut dabei war oder richtig schlecht. Es gibt kein Zwischending, wo er einfach nur safe war. Sondern er war immer der entscheidende Faktor. Und auch in dem Game sehe ich ihn so ein bisschen als Kernpunkt. Klar, der Victor, der ist noch so ein kleiner Balanceakt, der das Ganze ausbalancieren kann. Und auch er verfügt natürlich über richtig gute Late-Game-Scalings. Aber Twitch, der wird das Wichtigste sein. Dann kommt Twitch ins Game rein, dann kann das richtig gut laufen für Longsu. Kommt Twitch nicht ins Game rein, dann wird der Schaden an allen Ecken und Enden fehlen. Auf der anderen Seite hast du halt ein höheres Carry-Potenzial. Übrigens auf der Top-Lane mittlerweile aus dem Standard-Matchup, was sich entwickelt hat. Dass man den Gangplank in Shen reinpickt. Finde ich, ist eine schöne Variante. Man muss da den Jungler natürlich immer so ein bisschen in Betracht ziehen. Aber gegen Kindred sollte Gangplank eigentlich auch nicht so das große Problem haben. Das heißt, er hatte auf jeden Fall erstmal eine Phase, eine safe Laning Phase. Kann sich da ins Game reinfarmen. Dann sind wir nochmal alle direkt gegenübergestellt. Auf der Seite von Longsu mit Shen, Kindred, mit dem guten Victor, Twitch und Braum. Samsung Galaxy haben sich hier für Gangplank, Gragas, Asius, Sivir und last but not least für den Alistair entschieden. Bin ich auch gespannt, wie Alistair dort reinkommen kann. Er ist auch nicht der stärkste Early Support. Darf man nicht vergessen.
kann also auch nicht so viel Druck auf Fury und Pure ausüben. Im Endeffekt wird es so aussehen, wenn Alistair engaged, wird Braum sich davor stellen mit einem Schild und wird versuchen, von Lula die gesamte Comp abzufangen. Deshalb warten wir gespannt. Guten Morgen, liebe Welt da draußen. Wir sehen hier heute das erste Game und wir gehen direkt rein. Infernal Drake, der kündigt sich auch gleich an und Samsung Galaxy gegen Longzhu heißen hier unsere ersten Kontrahenten. Steht natürlich noch 0-0 in der Hinbegegnung, konnte sich dort, aber wir sind im zweiten Teil quasi unterwegs, Samsung Galaxy durchsetzen. Jetzt gilt es halt für sie, sich jetzt auch wieder durchzusetzen. Und für sie geht es natürlich immer noch um viel. Aber für Longzhu geht es nicht um minder viel, bloß in die andere Richtung. Für Samsung Galaxy geht es natürlich um den ersten Platz der Tabelle, der im Endeffekt viel wert ist in Korea. Denn sie haben ja da so ein bisschen ein anderes System als wir und die guten Leute in Nordamerika. Denn da ist es mehr oder weniger so, und bei uns war es ja letztens mit auch so, dass du die Playoffs spielst, egal welche Position du erhältst, alle kommen danach. Und bei uns waren es ja immer quasi vier Teams, die dann in die Playoffs kommen. Und dann müssen die halt gegeneinander einen Turnierbaum ausspielen. Und das ist natürlich eine Sache, wo alles möglich ist. Das heißt, ob du jetzt auf dem vierten oder auf dem ersten Platz bist bei uns in den Playoffs, das ist gar nicht so wichtig, sondern das macht eigentlich bloß den Gegner für dich fest, weil der erste muss ja dann im vierten spielen, der zweite gegen den dritten. Das heißt, du kriegst immer etwas, wenn du weiter hinten platziert bist, einen stärkeren Gegner, aber im Endeffekt muss der sowieso gegen alle spielen. Dementsprechend ist da eh wieder alles offen. Und da kann man sich halt auch, wenn man als Vierter rausgegangen ist, immer noch durchsetzen. Letztes Beispiel war da im letzten Split, finde ich, NA, wo sich ja wirklich Immortals super gut durchsetzen konnten. Da haben wir im Split alles wegrasiert. Tja, dann kommen sie in die Playoffs und kriegen nicht mal mehr einen zweiten Platz, weil sie halt ihr erstes Game verlieren. Das war ziemlich bitter. Früher läuft das halt ein bisschen anders. Da haben wir halt ein Stufensystem. Wenn der erste, der aus dem Split rausgeht, der ist sofort im Finale der Playoffs. Der zweite ist im Halbfinale. Der dritte, der ist dann im Viertelfinale. Und der, der von hinten anfängt, der muss quasi gegen alle von unten an spielen. Ne? Als KT ist zum Beispiel als Dritter. Ne, wir waren sogar Vierter mit dem Split. Sie mussten, glaube ich, zwei Best of Threes zusammen spielen. Warum mussten sie drei spielen? Ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall mussten sie sich dann die ganze, das Stufensystem quasi nach oben arbeiten. Und da hast du natürlich mal einige Spiele mehr vor dir. Jetzt eine interessante Sache. Ich denke, Samsung Galaxy hat gedacht, dass Long so für den Lane-Swap gehen wollte und haben deshalb selber geswappt. Ich gehe nicht davon aus, dass sie selber geswappen wollten. Mein Twitch ist mit Abstand schlechter als CB in der Laning Phase. Man sollte ihn nicht unterschätzen. Level 2 Spike von Twitch ist jetzt nicht so bad, aber mit Braum zusammen hast du halt nicht so das fette, aggressive Potenzial. Oh, Chaser verliert ein bisschen Zeit. Ich wünschte halt, dass wir das Playoff-System bei uns auch noch ein bisschen anpassen würden. Weil im Endeffekt ist es nicht so ganz fair, wenn du in den Playoffs da komplett mit neuen Karten dastehst und im Split herausragend im Vergleich zu anderen performt hast. Rocks Tigers, die waren ja im letzten LCK-Split, haben die ja auch fast alles gewonnen, mussten das einmal verlieren, haben ein Game insgesamt gegen Samsung Galaxy verloren. Und sie waren halt, obwohl sie im Finale verloren haben, trotzdem gleich im Finale. Sie haben keinen Schnitt gegen SKT gesehen dort. Aber trotzdem wurden sie halt dafür belohnt, dass sie im Split so stark performt haben. Und das, finde ich, sollte dann auch schon ein bisschen honoriert werden, wenn du im Split dort überragend vorne warst und den ersten Platz gemacht hast. Da ist das koreanische System, wie ich persönlich zumindest finde, noch ein bisschen besser als unseres. In der Mitte geht man gleich in die Hardtrades rein. Asi ist im Early noch ein bisschen im Vorteil. Ich würde mal interessieren, mit welchen Masteries Coco genau spielt. Ich habe ja mit Grabs so ein bisschen philosophiert, was denn für Victor das Beste sei. Und das ist ganz interessant, du bist nämlich in der Lage, wenn du mit Assassin in der Mitte spielst, und Assassin ist ja wirklich momentan eine sehr, sehr wenig gepickte Mastery, weil sie dir in vielen Situationen einfach gar nichts bringt, bist du trotzdem schon in der Lage, und wenn du dich für diese APAD-Mastery entscheidest, auf Level 5 mit dem Support-Item, also mit dem Passiv-Item von Victor, sofort die Caster-Minion zu clearen. Aber das heißt, du hast mit Victor ab Level 5 schon den übelsten Wave-Clear. Das ist richtig, richtig gut. Mich war interessiert, für was man sich hier entschieden hat. Wir sehen leider immer bloß die Kern-Mastery, die letzte von den Profispielern. Das ist immer ein bisschen unlucky. Aber gerade so ein Level 5 Wave Kill kann dir gegen den Asien eine ganze Menge bringen. Beide haben sich hier auch für eine teleportfreie Variante in der Mitte entschieden. Das heißt, wir haben uns hier einfach eine Teleportation zur Verfügung.
Hangman hat natürlich auch mehrere Vorteile auf der Top Lane. Er hat zum einen den Vorteil, dass er natürlich free farmen kann gegen den Shen. Das heißt, Gangplank kann ganz in Ruhe reinskalieren ins Spiel. Free farm bedeutet ja für Gangplank im Endeffekt auch mehr Gold als für alle anderen. Und wenn er Last Hit mit seinem Q macht, dann kriegt er ja immer noch ein bisschen extra Gold dazu. Über die Passive. Und wenn er Last Hit über sein Q und das Barrel macht, dann kriegt er halt für alle Minions dort extra Gold dazu. Jetzt sehen wir aber das Problem des Lane Swaps. Denn die Botlane von Samsung Galaxy ist oben. Na, unten haben wir einfach viel mehr zur Verfügung und hier geht man nicht direkt in diesen Reverse-Swap rein und geht den Tower an, sondern man entscheidet sich hier noch den Infernal Drake zwischenzuschieben. Führt natürlich im Endeffekt dazu, dass der Turm ein bisschen später genommen werden kann, aber der Infernal Drake, der denke ich, der ist es auf jeden Fall wert. Zack, da kriegt man den komplett for free. Das ist ein kleiner Nachteil jetzt. Long so. Im Endeffekt ist der Infernal Drake natürlich jetzt noch nicht so viel wert. Und wenn du dir noch keine Items gekauft hast und in der Midlane zum Beispiel jetzt 15 AP hast, was sind denn 8% von 15 AP? So, das bringt dir halt nicht wirklich viel. Weil ich finde, ein bisschen niedrig geschätzt. Er wird vielleicht zu dem Zeitpunkt so 40 AP haben. War auch 8% von 40. Jetzt nicht wirklich viel. Nichts, was dir auf der Lane viel bringen würde. Aber sobald dann natürlich die ersten Items kommen, wird das wesentlich, wesentlich stärker. Der Infernal Drake, der skaliert unheimlich gut ins Late Game. Da muss man sagen, die Late Game Scaling von Samsung Galaxy sind natürlich mit einem Gangplank, mit einem Azir, mit einer Sibi sind die exzellent. Freust du dich über jeden extra Boost, den du noch erhältst. Und gerade wenn er prozentual gesehen stark ist. Wenn man sich hier für Counterplay-mäßig Crossmap dort für den Harry zu gehen. Der kommt noch dazu. Oh, Pio muss dabei ein bisschen aufpassen. Im nächsten Hit. Da wäre es echt schon sehr, sehr knapp geworden. Aber im Endeffekt kann man sich sichern. Harold allerdings ist natürlich auch eine Mechanik, die jetzt bis 20 Minuten hält. Nach diesen 20 Minuten, da ist Schicht im Schacht. Dann ist der nämlich ausgelaufen und dann hast du effektiv gar nichts mehr davon. Während der Infernal Drake natürlich erhalten bleibt. Also ab Minute 27 ungefähr, ein bisschen früher, ist der Harry halt komplett irrelevant. Aber für den Moment ist er natürlich nicht schlecht. Er gibt dir halt einen Buff, der Statics-ähnlich ist, sich bloß nicht verteilt, sondern immer auf ein Ziel, aber auch auf Türme wirkt. Du lädst halt immer so einen kleinen Timer auf, sobald du dich bewegst und wenn der auf 100% quasi angekommen ist, dann erhält der nächste Attack auf den Gegner zusätzliche Schaden. Solange keiner von den Mates in der Nähe ist, also solange du keinen befreundeten Champion dort in deiner Nähe zu stehen hast, kriegst du auch weniger Schaden vom Gegner ab. Das Ganze wird auch nochmal prozentual reduziert. Das heißt, sowohl für Solo-Laner als auch für Jungler ist das natürlich eine sehr, sehr angenehme Mastery. Von Botlane selber würde dir das zum Beispiel gar nichts bringen, weil du natürlich immer einen Support in der Nähe hast. Meist Victor Ult, das ist aber mittlerweile gang und gäbe. Victor Ultimate hat echt nicht so viel Cooldown. Und Coco, der wollte sich halt dafür entscheiden, schnell shoppen zu gehen. Wir müssen aber bedenken, du kannst viel, viel schneller und besser shoppen gehen, wenn du die Wave schnell clearen kannst. Ja, wenn du die Wave schnell clearen kannst, kannst du zurückgehen und du bist da, bevor der Gegner die Wave unter deinen Turm drücken kann. Und so verlierst du keine Minions. Da kann man auch mal sein Ultimate verwenden. Im Endeffekt ist es ja sowieso so, dass das Game gerade sehr ruhig ist und im 1v1 wird dann damit kein Kill fallen, da du über so viel, so hohe Wave-Clear-Werte verfügst. Kann man so ein Wave-Clear-Ulti schon mal benutzen. Kann man da auch mal nachvollziehen. Das ist jetzt auch nicht unnötig. Man entscheidet sich hier sogar für die 6-Turm-Variante. Also Galaxy ist halt ein bisschen langsamer. Sollte jetzt auch ein bisschen aufpassen, denn dann entscheidet man sich gerade noch ein bisschen weiter durch zu pushen, meine Lieben. Also auf dem Weg, Alistair wird das Ganze auch verteidigen. Die Inhib-Turret wird man hier nicht bekommen. Wenn ich das erste Mal, dass wir das sehen, dass so ein Inhib-Turret einfach crushed wird. Das war sogar bei gegen SKT, ist das schon zweimal passiert. Dass halt der Inhib-Turret von SKT gerusht wurde. Hat im Endeffekt natürlich im frühen Spielverlauf noch nicht so viel Impact. Klar, du kriegst ein bisschen mehr globales Gold, aber den Hüter schaffst du meistens nicht zu nehmen. Die Schadenswerte, die du hast, sind einfach noch viel zu gering. Also, da ballerst du eine halbe Stunde auf das Ding ein, wo der Inhibitor wirklich mal ordentlich Leben verloren hat. Bisschen übertrieben gesagt, natürlich. Aber das heißt, dass du meistens da nicht rankommst, weil der Gegner bis dahin hinrotiert, um natürlich den Inhibitor zu verteidigen. Wenn du in Minute 9 den Inhibitor verlieren würdest, das wäre natürlich Katastrophe. Aber bei SKT, da war es immer genauso. Der Inhib das ganze Game überstanden und keiner konnte ihn angehen. Dahin geht halt noch nicht so schlimm. Crown wird ja aggressiv angegangen, geht einfach über die Wall. Das muss ihn jetzt nicht so sehr stören. Im Endeffekt ist es dadurch wieder ein Wave-Clear Ultimate. Das wird bei Crown jetzt auch die Variante übers Morellos. Asher Sun wird dadurch hinausgezögert, beziehungsweise eventuell sogar gar nicht gebaut. Ist okay. Berserk Boots, die Gegner zumindest erstmal in den Tank-Speed-Ausgleich. Für diejenigen, die es nicht wissen, wir sind übrigens immer noch auf Patch 6.12 unterwegs. Das heißt 6.13. Ah, der war dauert noch. Bis zur nächsten Woche. Pio, der wird ja angegangen. Barrel, zack, das war's. First Blood, der kommt da nicht mehr raus.
Da braucht er auch nicht Flash. Ein bisschen unglücklich, dass der Kill hier noch an den Support geht. Aber mit Alistar ist das halt auch schwächt einzuschätzen mit der Passiven. Ja, wenn du einen Spell bei Alistar mal benutzt, dann machst du AOE-Schaden um dich herum. Und einfach, bis du durch Ziel zum Beispiel durchläufst. Das ist natürlich ein ganz, ganz geringer Schadenswert. Kann aber dazu führen, dass du eventuell mal einen Kill aus Versehen nimmst. Das kann man dann immer schlecht verhindern. Aber im Endeffekt. Beschweren tut sich ja keiner. First Blood, meine lieben Freunde, ist und bleibt immer First Blood. Jetzt haben sie hier also erstmal 400 Gold extra vorne, plus die Supports natürlich. Ah, das U-Boot ist unterwegs, allerdings muss er aufpassen. Also vier Mann, wenn er sich da zeigt. Shen Ultimate ist draußen, hat man nicht gezeigt. Lula geht gleich super low, aber man kriegt ihn halt nicht. Jetzt kann man das Ganze nach hinten weghalten. Ralph hat nochmal die Braum-Passive drauf. Wird jetzt gleich verschwinden. Jetzt kommt man nochmal für den Autodeck durch. Da triggert sie. Das war's für ihn. Da kommt er nicht raus. 1:1 somit. Der Kill, der geht hier an Fury. Na warte, meine lieben Freunde. Die U-Boot-Kombo. War natürlich ein bisschen unglücklich, dass der Spectator gerade gewechselt hat und wir nur die Ansicht von Samsung Galaxy gesehen haben. Dadurch haben wir nämlich nicht gesehen, dass das Shen Ultimate so früh benutzt wurde. Aber genau das ist der Grundgedanke dabei. Twitch macht sich unsichtbar, Shen Ultimate kommt raus, Twitch kann nah am Gegner stehen. Wenn er auf den Shen-Schild hat, kann nicht sofort fokussiert werden, beziehungsweise wenn er fokussiert wird, kann er das Ganze länger überleben. Kann er mit seinem Ultimate da super Schaden verteilen und Shen, der ist natürlich auch nur dazu da, um ihn zu verteidigen. Er taunt von Twitch runter, zieht die Gegner erstmal ein bisschen weg und Twitch kann natürlich jede Menge Schaden verursachen. Genau so muss man das Ganze spielen. Trotzdem war natürlich ein bisschen riskant. Gerade später, wenn du dann so einen Asi hast, kann der für Twitch trotzdem eine Gefahr darstellen, auch wenn dann Shen Ultimate drauf ist auf ihm. Goldwerte, die unterscheiden sich noch überhaupt nicht. Das ist ein Goldunterschied bisher. Türme gleich auf, Kills gleich auf, die Farmwerte, die gehen jetzt auch nicht weit auseinander in der Mitte. Das Crown hat mit 20 CS gut vorne, der wird ja auch gerade angegangen, der Stunt von Braum ist durch, muss ein bisschen aufpassen, jetzt kommt aber Hilfe! Ja, Crown, der muss da hinten weiter rauslaufen, Braum, der hat sein Schild noch, geht aber ziemlich low, Drüben ist Ruler noch, der wirft einmal mit der Bumerang rüber ein bisschen. Der wird getortet und wird einfach abgeholt. Keine Chance für ihn, das Ganze hier zu überleben. Der hätte mal ein bisschen passiver sein müssen. Der Mann hat, glaube ich, gerade die Chance gesehen, für Samsung Galaxy dort einfach einen Kill in der Rückwärtsbewegung rauszuholen, ist aber noch schwierig. Im Endeffekt führt das dazu, dass man jetzt den Infernal Drake abgibt. Das ist natürlich unangenehm. Da haben wir jetzt auch dieser Vorteil dahingeschieden. Nicht gesehen, was denn der nächste Drache sein wird. Aber im Endeffekt verfügen ja beide auch über ähnlich gute Scalings. Na, Shen, der hat zwar nicht die gleichen Scalings oder die gleiche Art von Scaling wie Gangplank, sondern er hat ja diese Tank-Scalings, ist aber auch super stark im Late-Game. Gangplank hat halt eher die Schaden-Scalings. Aber Victor und Twitch sind halt nicht minder stark. Auch Kindred und Gragas kann man halt nicht direkt miteinander vergleichen. Weil die Schadenswerte, was direkte Catches angeht und was 1v1s angeht, ist natürlich Kindred um einiges stärker. Aber Gragas hat um einiges höhere Teamfight-Kompetenzen. Also ein Barrel, das kann ein ganzes Teamfight entscheiden. Wenn du einfach in die Mitte des Teamfights ein Barrel reinschmeißt, du schießt halt die beiden Tanks nach hinten vom Gegner und haust halt die beiden Carries in deine eigene Backline rein, dass du sie sofort abholen kannst, ja, dann ist RIP Teamfight. So einen Place kannst du mit einer Kindred natürlich nicht machen. Und so eine Situation müssen sich natürlich auch erstmal geben. Mal sehen, was mal. Der nächste Drache wird auch ein Inferno sein. Alles klar. 3 von 3 Drachen im Early. Erstmal Infernal Drakes. Hätte Samsung alle bekommen, ist natürlich ein Vorteil. Weil wenn du erstmal 3 Infernal Drakes hast in einem Team, dann kann kein weiterer mehr spawnen. Wenn du die natürlich verteilst, dann können insgesamt bis zu 5 Infernal Drakes theoretisch hintereinander spawnen. Dann sieht man dann halt 3 und das andere 2. Aber sobald ein Team 3 Drachen von der gleichen Sorte hat, kann dieser Drache auch nicht mehr spawnen. Twitch hat sich hier für die Humus-Variante entschieden, wird wahrscheinlich direkt danach auf den Hurricanes gehen. Gangplank bin ich auch gespannt. Ich warte noch so ein bisschen auf ein anderes Bild bei Gangplank, der wird gleich seine Trinity fertig haben. Aber ich gehe auch stark davon aus, dass Gangplank diese Rüstungsdurchdringungsvariante fährt. Er hat sich eigentlich in letzter Zeit ziemlich gut bezahlt gemacht. Ganz, ganz selten das Spiel gesehen, wo Gangplank halt nicht Wurf war. Das war das eine Spiel, wo Gangplank in Irelia reingepickt wurde. Aber so viel kann ich euch verraten. Gangplank pickst du auch niemals in Irelia rein. Gangplank hat allgemein momentan relativ schwache Laning Phases. Und deshalb versuchst du ihn natürlich gegen Tanks auszuspielen, weil er dort nicht unter Bedrohung gesetzt ist. Ich finde das einzige mögliche Vorgehensweise auf der Lane gegen Carries ist ja zu taunten, möglichst lange auf der Stelle zu halten. Normalerweise willst du mit Shen durchs Ziel durchtaunten, damit du danach deine Klinge durchs Ziel durchziehen kannst. Du slowst ihn automatisch damit und vor allen Dingen verursachst du danach länger Schaden am Gegner.
Und du kannst halt länger am Gegner dranbleiben, um diesen Q auszunutzen von Chen, der prozentualen Schaden macht. Das geht gegen Gangplank natürlich bloß sehr, sehr schlecht, weil wenn du den einmal tauntest, dann nimmt er sofort seine Orange in den Mund und befreit sich dort von der Verspottung. Damit sind die Trade-Möglichkeiten für Chen relativ schwierig. Und als Gangplank wirst du dir halt dreimal überlegen, danach noch mit Chen zu traden im Nahkampf. Sondern wirst du dich einfach ganz gemacht zurückziehen, weiter mit den Barrels, mit deinem Q zu farmen. Das ist halt genau der Grund, warum man Gangplank momentan so gerne in Chen reinpickt. Das Einzige, was halt bei Samsung Galaxy nachher ein bisschen kritischer wird, ist, dass sie halt nicht ganz so tanky sind, wenn man halt bei Toplane Carry hat. Allerdings hat man ja einen guten Ausgleich, nicht nur in der Jungle-Position, sondern auch auf der Support-Position. Alistair braucht zwar ein Weilchen, aber auch er wird ziemlich tanky werden. Das ist ja quasi diese umgekehrte Meta. Bei Longzhu haben wir einen Tank auf der Top-Lane und einen Carry im Jungle. Bei Samsung Galaxy haben wir einen Carry auf der Top-Lane und den Tank im Jungle. Gargas braucht aber zum Anfang auch ein bisschen. Normalerweise willst du ja deinen Runic Echo bauen, um dort im Jungle einfach schneller unterwegs zu sein. Das heißt, du bist am Anfang jetzt noch nicht so sehr tanky. Danach kannst du halt normalerweise deine Full-Tank-Items reinbauen. Also jetzt hier in der Mitte. Die Morel ist fertig. Das ist eine Variante, die sich gerade so ein bisschen in Korea zu etablieren scheint. Wir hatten ja gestern schon die Diskussion, was einfach die Unterschiede zwischen dem Nashas Zahn und die Morellos sind. Oh, Chaser kriegt eine Menge Schaden, hat aber noch Ulti zur Verfügung. Kyvi, mein Lieber, das ist nicht die Richtung, in die du möchtest. Der hat hier ein ganz schön großes Problem. Die Frage ist, kann er Chaser noch zwingen, in seine Ultimate reinzugehen? Und die Antwort ist ja. Jetzt muss er halt ein Barrel stellen. Wenn das Barrel nicht steht, hat er keine Chance, Kills zu bekommen. Nein, der wird getauntet. Den Kill kann er dort nicht traden. War eigentlich ein ziemlich einfacher Kill. Einmal out of position, schön vorbereitet das Ganze dort von Longzhu. Kyvi denkt sich gerade, du hast blöd gelaufen. Jetzt in Richtung Jumus unterwegs. Das ist bisher noch sehr ruhig, das Game. Vereinzelt geht mal so ein Kill an Long, so das muss noch nicht viel heißen. Die Killverteilung liegt halt fast zu 100% momentan bloß auf Shen und auf Chaser. Aber Kindred ist natürlich sehr schön, auch Kindred kann übelst Snowball-lastig sein. Wenn jetzt etwas stärker wird und in der Lage ist, in den gegnerischen Jungle dort reinzuroamen, ist das viel wert. Ach, guck mal im Jungle auf das Mark von Kindred. War das gerade da auf der roten Ward drauf? Das sah übrigens komisch aus. War auf jeden Fall nicht direkt auf dem Raptoren-Cam. Wäre neu. Ich meine, die Kindred-Passive wurde ja auf dem Patch schon angepasst. Das heißt, deine ersten zwei Stacks, die können eigentlich bloß bei den Raptoren oder auf der Krabbe spawnen. Und je weiter deine Stacks halt voranschreiten, je höher die Zahl wird, desto tiefer im gegnerischen Jungle können deine Stacks bloß noch spawnen. Aus der man Möglichkeiten über Camps im Gegner-Jungle quasi Stacks zu erhalten. Oder aber durch Ziele, die du tötest, die gerade von dir markiert wurden. Und die Passive mit der Markierung hat halt einen ostenlangen Cooldown. Du brauchst natürlich auch ein bisschen Glück dabei, dass du den markierst, den du dann auch später im Endeffekt töten kannst. Man muss auch ein bisschen aufpassen, wie man diese Passive von Kindle benutzt. Weil wenn du natürlich auf die Lane gehst und sagst so, hey, ich markiere den, den ich jetzt ganke, weil ich will meinen Stack haben, dann sieht er das natürlich auch. Das U-Boot ist unterwegs, Fury, der ist da, Taunt geht aber komplett daneben. Jetzt sollte man sich zurückziehen. Expression hat seine Ultimate damit gerade komplett verschwendet und der nächste Drache ist gleich da. Das kann einen entscheidenden Unterschied ausmachen, dass Shen jetzt keine Ultimate hat, um diesen Turner Drake dort zu fighten. Das war nicht gut. Hula hat sich von der zweiten Instanz des Lasers treffen lassen. Das war eine Menge Schaden. Ich denke, wenn Samsung jetzt aggressiv versucht, den Drake zu forcen, wäre es genau der richtige Call. Mit Asi hast du auch ein gutes Zoning-Potenzial. Jetzt quasi deine Samsung-Daten einfach zwischen Drache und den Gegnern auf und die müssen sich halt durch die Samsung-Daten durchbewegen. Entweder kriegen sie halt richtig viel Schaden ab oder ja, sie halten sich halt raus. Also dann müssen wir gerade respektieren. Bei Toplane haben wir gerade auch eine ziemlich große Wave. Das heißt, eigentlich müsste einer von Longzhu gerade backen. Expression hat halt die Möglichkeit. Allerdings wäre er dann gezwungen, zu diesem Drachenkampf seinen Teleport zu ziehen, da sein Ultimate noch auf Cooldown hat. Oh, Samsung, bewegt euch. Holt euch den Drachen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Der ist gerade eigentlich in einer ziemlich guten Situation, solange Shen Ultimate nicht da ist. Das müssten sie eigentlich auch erkennen. Jetzt gehen sie auch rauf. Das ist perfekt, ne? Sie sind als erstes mit drin. Asi kann sich dort ganz in Ruhe positionieren. Hält sich auch halt gut nach oben zu den Gegnern. Damit hier der zweite Turn Drake. Der geht an Samsung. Damit jetzt schon 16% extra AD und AP-Werte im Late Game. Haben sich ihren Vorteil von 8% hier wieder zurückgeholt. Das ist ganz schön krass. Innerhalb von 20 Minuten, nicht mal 20 Minuten, sind einfach drei Infernal-Drachen gefallen.
Oh, Kindred muss hier aufpassen. Wird von Alistair gefunden. Ultimate ist noch da. Gibt ja auch Zeit, würde aber im Endeffekt nicht reichen. Gegen vier Mann. Die Ultimate, die bringt ja auch nicht viel. Crown, der kriegt hier den Kill. Und somit steht es 2 zu 3 insgesamt aus der Sicht von Samsung Galaxy. 200 Gold Unterschied sind es momentan noch. Ist natürlich nicht wirklich viel. Samsung Galaxy liegt halt ein Kill hinten. Dafür aber mit den Farmwetten in der Mitte gut vorne. Auf der Top Lane ist Shen noch ein bisschen vorne. Wenn man aber rechnet, dass Gangplank halt extra Gold für die Last bekommt, wird sich das nicht viel nehmen. Was die reinen Goldwerte angeht. Und auf der Botlane. Dort ist Hula mit 20. Der ist eigentlich auch relativ eindeutig vorne. Yuri, der kann sich glücklich schätzen, dass er da den einen Kill bekommen hat bisher. Das gleicht das Ganze so ein bisschen aus. Ich denke, momentan ist es auch wichtig, dass man Fury respektiert. Mit dem Yumus hast du halt immer einen sehr, sehr guten, sehr, sehr schönen Power Spike. Sense Reaver als solches ist halt für Sivir nicht wirklich viel wert. Also sie braucht doch noch ein bisschen. Mindestens noch anderthalb Items, dass sie sehr effizient wird. Wenn der momentan quasi in dem Sivir auftauchen würde und die würde einfach in 1v1 reingehen, könntest du natürlich versuchen, mit Sivir dort dieses Gift zu predikten. Weil Twitch, der hat ja immer diese Möglichkeit, dass er dir erstmal seine Stacks gibt von der Passiven und dann nochmal später E drücken kann, um dich zu entgiften. Und je mehr Stacks du hast, desto mehr Schaden macht das Ganze auch. Könnt ihr euch eh nicht vorstellen, wie das Rennen von Kalista. Du bist halt begrenzt. Also eine bestimmte Anzahl von Stacks. Und du musst halt auch so mehr oder minder predikten mit Sivir mit deinem Splash Shield, wann der E denn kommen wird. Und das ist ziemlich schwierig für sie. Twitch wird da im 1v1 eindeutig bessere Vorteile haben. Shen immer noch auf der Botlane unterwegs, hat aber sein Ultimate wieder zur Verfügung. Fury repariert sich hier so ein bisschen, will sich dort oben die Toplane einmal gönnen. Ja, bewegt sich jetzt wieder zurück. Die Sicht ist sehr, sehr gut momentan für Longsu. Aber Fury muss halt aufpassen, wo er sich lang bewegt, denn da in der Mitte steht im Ping. Boah, der jetzt ist er unsichtbar. Shen Ultimate wird da gerade benutzt, man will reingehen. Wunderbar von Ruler gespell-shieldet, da kommt man nicht mehr her. Gangplank Ultimate wird dazwischen gesetzt, das disengage das Ganze sofort. Mit Ziegel Ultimate, da läuft es einfach weg. Das Ganze wurde gerade noch gepaart mit ihrer Heilung. Das heißt, auch da kriegt das ganze Team nochmal ein bisschen Movement Speed dazu. Aber ist ja wirklich sehr vorsichtig gerade bei Samsung. Die machen das gut, ne? Die haben die Taktik jetzt schon dreimal gesehen in dem Game. Die wissen, was die mit Shen machen wollen. Bisher ist es halt relativ erfolgslos. Einmal hat es funktioniert. Aber Samsung Galaxy machen das sehr, sehr schön. Ich denke, sie werden im Endeffekt auch die etwas besseren Scaling haben. Ich sollte diesen Twitch zwar nicht unterschätzen, aber wenn Twitch halt im Late-Game einmal in Fokus gerät oder einmal rausgeultet wird von Kragas, dann fehlt erstmal relativ viel Schaden. In der Zeit kann man natürlich als Gangplank, als Asier und als Zivil viel Schaden aufbauen. Man darf halt die Unterschiede auch nicht vergessen. Twitch, der ist halt übel gut, wenn er am All-In fightet. Disengaged ihn einmal, dann ist er so lange relativ schlecht in den Teamfights, bis er sein Ultimate hier zur Verfügung hat. Andersrum ist Zivil halt immer effektiv. Also Twitch ist da sehr ulti-abhängig. Ah, Ruler, pass ein bisschen auf. Und da war den richtigen Weg. Gegner rein. Das Twitch, er hat eine deutliche Animation, das kann man Spell shielden. Ja, bitte, aber mit welchem Delay denn? So, der macht doch bloß einmal so eine Handbewegung, zack, und dann wirst du sofort entgiftet. Also das ist von der Animation her, sind das 0,2 Sekunden oder whatever. Also das kriegst du, glaube ich, mit dem Spell Shield von den menschlichen Reaktionen her echt nicht hin. Ich bin jetzt zwar kein Twitch-Main, aber ich habe das ein oder andere Mal schon Twitch gespielt. Da ist mir ehrlich gesagt nie aufgefallen, dass dieses Entgiften eine großartige Animation hat. Also Twitch macht halt diese kurze Bewegung, ja. Das stimmt schon, aber es kommt halt sofort darauf, der Entgiftungseffekt. Und darauf ein Spell Shield zu benutzen, nur auf die Animationsanzeige, ist, glaube ich, echt schwierig. Noch exakt gleich für Gold. Angehend unterscheidet man sich noch nicht. Mittlerweile auf Asias Wileys Fest fertig gebaut. Das ist natürlich auch eine interessante Art und Weise. Mich würde mal interessieren, wie Crowns Gedankengang gerade ist. Das kann natürlich auch sein, als er gesehen hat, wow, wir haben den ersten in Fire Drake dort nach, was war das, 6 Minuten bekommen. Ja, geil, deshalb gehe ich einfach mal Morellus First, weil ich mit Morellus natürlich höhere AP-Werte erreiche. Wenn ich höhere AP-Werte erreiche, bringt mir natürlich dieser Infernal Drake noch mehr, wenn er das Ganze nochmal prozentual verstärkt. Da ist ein Asher Sun halt gar nicht so wertvoll. Im Endeffekt gibt ihm natürlich das Morellus mehr Burst als ein Asher Sun. Cooldowns sind die gleichen und du kriegst halt noch ein bisschen extra Mana dazu. Für den nötigen Poke in der Mitte. Oh, Crown mittlerweile jetzt gut mit dem Damage aufgestellt. Der pusht die Rage einfach rein.
Reicht wahrscheinlich ein Sandsäule gerade schon pro Wave, wenn du ihn optimal positionieren kannst. Der nächste Drache ist gar nicht mehr so lange hin. Wie, der hat hier sofort seinen Humus gezogen. Hat ein bisschen Angst. Aber für den Kran gegeben. Knapp gut 20 Sekunden noch bis der nächste Drache spawnen. Und es ist ein Cloud Drake. Diesmal so ein nicht ganz so wichtiger Drache. Doch wurde er nicht gebufft. Cloud Drake. Ich denke, der erste mit dem neuen Cloud Drake wird gar nicht so schlecht sein. Das war eine Reaktion von Coco. Nicht schlecht. Sofort den Flash davon ein bisschen predicted und lässt sich gar nicht erst knock-upen. Wunderbar reagiert von ihm. Hat sich nur der auch immer noch sein Ghost zur Verfügung. Chaser muss hier ein bisschen aufpassen. Raven mit dem Knock-up und Chaser kriegt eine Menge Schaden ab. Nur von Crown. Der hat zwei Items. Schaut euch den Unterschied an. Nur mit Morellis und Wileys macht er schon so einen Schaden. Das ist echt viel gewesen. Jetzt direkt an den Dach ran. Wie gesagt, der erste Cloud Drake hier natürlich noch nicht ganz so viel wert. Der hat noch 15 Movement Speed außerhalb des Kampfes. Das sind jetzt keine richtig fetten Werte. Man freut sich natürlich, dass man ihn hat, weil im Endeffekt, wenn du den Elder Drake bekommst, sind das natürlich nochmal 45 True Damage mehr. Mal hier den mittleren Turm angehen. Man ist zur Verfügung. Shen Ultimate wird hier wieder genutzt, aber ich glaube, Samsung, die wissen, was ihnen blüht. Zack, mit dem Taunt unterwegs. Ruler, der kriegt eine Menge Schaden ab, kann das Ganze aber flashen. Und jetzt muss Fury nämlich auspassen. Der fliegt ja nochmal raus aus der Ultimate. Ah, der Ultimate ein bisschen gewastet. Oh, sie stehen alle knapp außerhalb der Kindred Ultimate. Das war nicht optimal gespielt von Samsung Galaxy. Trotzdem ist ja 1:1 getauscht. Jetzt versucht man noch was rauszuholen. Ruler, der ist aber zu fix unterwegs. Da kriegt man ihn nicht ganz. Oh, das war so bitter. Das war so bitter. Fury, wenn er mit sofort angegangen. Die Schadenswerte sind da, dass er mit dem Shen Ultimate dort auch sofort genommen wird. Man darf einfach nicht unterschätzen, was so ein Alistar für einen Impact haben kann. Weil der Shen, der hat drei Mann getauntet, das war super gut gemacht von Expression. Allerdings ein Alistar, der löst sich sofort und dann versucht das Ganze zu re-engagen. Und wenn der Fury in die Combo reinkriegt, nachdem er sein Ultimate benutzt hat, dann ist da, muss der übel aufpassen. Da kommt ein Sandsoldat hinterher geflogen, dann war's das. Allerdings achtet man gleich drauf, ich hoffe, wir kriegen eine Wiederholung. Die Kindred Ultimate war übel gut. Fury, der fliegt kurz raus aus der Kindred Ultimate, muss nur zwei Schritte machen. Stand wieder drin mit 100 Life, überlebt die ganze Zeit, sau knapp. Und dann kommt halt noch die Ultimate von Crown dazu. Und Crown, der positioniert sich halt knapp außerhalb der Kindred Ultimate. Und haut halt seine Ultimate voll in die Kindred Ultimate rein. Und damit hat er halt keinen Impact gehabt. Sag mal nochmal drauf. Fury, der geht halt rein. Zack, schöner Taunt hier, drei Mann erwischt. Schön auf Ruler noch aufgeflasht. Aber man hat halt Crown nicht bekommen. Die Kombo von Alistar hat nicht perfekt gesessen. Fury kann nicht angegangen werden. Aber von hinten kommt jetzt QB noch. Und jetzt, ne? Zack, dann fliegt er raus, geht wieder rein. Jetzt guckt euch mal Crown an. Da steht nicht drin. Wird exhausted. Und man kriegt halt nicht sofort jemanden in der Kindred Ultimate. Weil er hat so viel Schaden gerade in die Kindred Ultimate reingehauen hat. Hätte er sich da reingestellt, direkt in die Ultimate, und seine Wall benutzt, um die Gegner rauszuschmeißen. Ich glaube, dann hätte Samsung Galaxy an der Stelle den Fight auch viel, viel eindeutiger gewinnen können. Das war ein bisschen schade. Aber im Endeffekt ein relativ gleicher Schlagabtausch. 1:1 hat man das Ganze jetzt getauscht. Bitter, bitter. Fury musste aber alle seine Summoners benutzen. Auf der anderen Seite Ruler aber auch. Und Expression, der hat das wirklich sehr schön aggressiv dort gemacht. Hätte er sein Flash nicht benutzt, hätte er bis zwei Mann getroffen. Und das muss man erstmal so getimed kriegen, dass du quasi auf drei Mann raufdashst, zwei Mann tauntest und dann noch auf den dritten raufflasht, um ihn zu erreichen. Dazu brauchen wir schon echt Mechanics. Wenn wir jetzt unbedingt den mittleren Turm haben. Dafür steht noch von Victor. Der braucht natürlich den nächsten Laser einfach zur Verfügung. Dann kommt er, zack. Da ist die Wave auch geklärt. Aber der Turm ist halt nicht mehr so gut mit Leben behaftet. Ein, zwei Waves, die man da reintragen kann, die werden genügen, um den abzuholen. Aber die muss man auch erstmal ein bisschen da reingetragen bekommen. Victor hat allerdings ein kleines Problem in dem Matchup. Und das ist der Hard Engage. Sowohl Alistar ist für ihn super gefährlich, als auch Asir, der ihn dort mit der Wall erwischen könnte. Und last but not least, hast du halt mit Victor das ganz, ganz große Problem, dass du halt mobil bist. Hast keinen Gap-Closer, hast keinen direkten HCC. Man kann diese Kuppel natürlich als HCC durchgehen lassen, aber die ist natürlich sehr, sehr unsicher. Man kann da mal rausdashen, man kann da mal rausflashen, man kann auch rauslaufen. Du weißt halt immer, wo die steht. Die braucht halt einige Zeit, bevor sie ihren Effekt auslöst. Da ist natürlich auch so ein Gangbang-Ultimate für den Victor richtig gefährlich.
Wahrscheinlich vorne in der Midlane kommt der Engage, zieht einfach Ultimate. Alistar will dich überrennen und denkst so, ja, ich gehe einfach nach hinten, kein Problem, ich kann das capen. Dann kommt hinter dir einfach so ein Gangplank-Ultimate und du wirst halt übel geslowt. Das ist nicht mal der Schaden, der so wichtig ist, sondern der Slow-Faktor, der auf Victor wirkt. Abstände sind bisher ungefähr gleich geblieben. Brown ist immer noch so ein bisschen über 20 CS vorne. Dann werden die jetzt nicht so wahnsinnig interessant sind. Zumindest nichts, was jetzt das Spiel ausmachen könnte. Wie gönnt sich einmal ein Grump? Jetzt wieder auf dem Weg nach unten. Da müssen wir bei dem nächsten Goldwechsel darauf achten, wie viel Gold Kyvie im Vergleich zur Expression hat. Das ist halt auch bei 30 CS weniger ungefähr. Aber ich denke, vom Gold her könnte er sogar vorne sein. Ist ja ganz schön aggressiv unterwegs. Ja, muss ich auch sagen, hat Longo die besseren Sichtverhältnisse. Samsung Galaxy, die sind immer sehr lokal gebunden. Wenn man darauf achtet, denn sie haben immer da, wo sie gerade sind, haben sie immer ungefähr eine Pinkboard rechts, links, auch ein bisschen weiter vorne, um aggressiver vielleicht zu stehen, um diesen Twitch eventuell aufzudecken. Allerdings, was die globalen Verhältnisse angeht, was Objectives angeht, da ist Samsung Galaxy relativ rar aufgestellt. Mit der Sichtverhältnissen. Longso, die wollen jetzt auch im Gegenzug hier auch endlich mal an den gegnerischen Midlane-Turm rankommen. Der Krakas ist aber in einer guten Flankierungsposition. Den Turm, den will man jetzt haben, traut sich aber nicht ganz daran zu gehen. Ist auch besser so. Kyvie lässt sich noch ein bisschen Zeit. Ist aber natürlich mal in der Lage, mit seinem Ultimate trotzdem globalen Effekt Druck auszuüben. Auch wenn er vielleicht noch nicht vor Ort ist. Ist ja auch noch der Patch, wo wir auf Teleport dort 3,5 Sekunden Castzeit haben. Und nicht 4,5 Sekunden. Ich finde, die eine Sekunde macht schon den Unterschied aus. Deine Sekunde in Solo-Queue, die hat mich schon ein paar Mal richtig getiltet. Du denkst immer so von dem Geräusch her, oh, jetzt komme ich endlich. Und dann denkst du so, oh, ich wäre noch gar nicht da. War das noch eine Sekunde? Ah, jetzt bin ich auf einmal da. Der nächste Cloud Drake, der ist gerade gespawnt. Die Samsung ist natürlich nicht ganz so viel wert. Für Longso hat er da noch ein bisschen mehr Einfluss. Samsung wird damit overcappen. Longso, die snacken sich den auch einfach. Schön gemacht, Chaser war da aggressiv unterwegs. Ist da von hinten übers Pit rüber, man hat ihn nicht gesehen. Und da kriegt er einfach einen Drachen for free. Kann man machen, warum nicht? Geschenkten Gau schaut man nicht ins Maul. Wegen dieser 1 Sekunde habe ich einen Kill nicht bekommen. Das ging mir schon öfter so. Für einige Charaktere ist das super, sogar super interessant und wichtig. Lissandra ist zum Beispiel so ein Paradebeispiel. Oh, Expression, er muss da aufpassen. Geht mit dem Facecheck rein. Ist aber super tanky. Die Gangplank Ultimate, die zoned das Team hinten raus. Expression, der muss rausflashen. Aber ein Kill, der ist nicht möglich. Fury wurde gerade da hinten gesehen. Ich denke, es hat auch gemerkt, dass er durchs Blutdrink durchgelaufen ist. Ah, schöne Trap hier von Samsung Galaxy. Flash von Chen ist gar nicht so wenig wert. Wir haben vorhin die Flash-Verspottungsvariante gesehen. Die ist jetzt natürlich für ein paar Sekunden nicht mehr möglich. Ein paar Minuten, muss man ja sagen. Levan trappt hier gerade. Gucken wir nochmal, ob da irgendwo Wards stehen. Ich dachte nochmal. Ruler wird auch aufgedeckt von Mazer. Kann auch keine einzige der Instanzen blockieren. Aber ich bin ein bisschen unglücklich. Oh, da ist schon Schaden vorhanden. Ah, Gangplank, meine Lieben, der hat Rüstungsdurchdringung. Da ist schon gut was aufgebaut. Darf man nicht unterschätzen. Twitch jetzt wieder unsichtbar gemacht. Shen Ultimate ist zu Not vorhanden. Man versucht das Ganze jetzt ein bisschen zu flankieren. Der Turm ist aber super low, wird gefallen. Da ist er weg. Damit jetzt auch von den Goldwerten her wieder einen Ausgleich geschaffen. Der ist jetzt natürlich bloß von temporärer Dauer, aber guckt euch mal auf der Toplane die riesen Wave an. Geht der Spectator auch hin. Da wird ordentlich reingepusht gerade. Das ist eine Möglichkeit, die Samsung Galaxy jetzt natürlich ausnutzen kann. Zum einen entweder um den Mittelturm zu nehmen oder natürlich ab so ein bisschen Richtung Nashor zu gehen. Alles klar, Fury, der marschiert. Chen Ultimate ist drauf, man kriegt hinten Ambition nicht. Fury, der wird erstmal rausgekickt. Brave tankt ihn die ganze Zeit. Der kommt da überhaupt nicht rein. Jetzt geht man da vorne rein. Schönes Barrel, haut man die Tanks erstmal zurück. Ambition, der überlebt das Ganze aber nicht. Brave wird da unten nochmal gestunt. Der wird nicht rauskommen. Keine Überlebenschance mehr für ihn und Crown, der ist viel zu passiv gerade. Der kriegt keinen Schaden raus. Allgemein, die Carries, keine Möglichkeit dort gehabt. Jetzt das Gangplank Ultimate ist wieder zur Stelle. Oh, Twitch, der slowt die nochmal alle. Der will es jetzt wissen. Kyvie mit dem Barrett niemanden getroffen. Der Nashor, der ist jetzt natürlich gefährlich. Longso, die wissen das. Sofort die Rotation jetzt in Richtung Nashor. Das wollen sie wissen. Ist aber noch immer riskant. So ein Asie in dem Spot kann gefährlich sein. Gangplank Ultimate auf alle rauf. Auch super gefährlich. Die geht schon alle low. Half-Life.
Liebe Freunde, seid vorsichtig. Da geht man rein. Die Ultimate von Oh, sie hat gar keinen getroffen. Super daneben. Kenneth Ultimate kommt jetzt raus. Alle überleben. Sind aber super, super low. Alle nur noch 200, 300 Leben. Den Nasher konnte man mittlerweile bekommen. Zack, drei Kills bisher. Der Flashman hinterher. Victor, das ist nicht deine Basis. Der wird sterben. Zack, da kommt noch Alistar. Der wird ihn noch einfach ziehen. Weg ist er. Das ist jetzt natürlich die Frage, ob es das worth war. Vier Kills abgegeben für Nasher. Verliest den mittleren Turm dafür noch. Und Nasher Powerplay her natürlich nicht ganz so geil. Aber es war halt wirklich ein großes Risiko. Gegen den Gangplank und gegen den Azir, da ist es gefährlich, sowas zu machen. Man muss wirklich sagen, Crown, der hat das schon nicht optimal gespielt. Seine Wall war da sehr defensiv gesetzt, aber wer will im Endeffekt auf ihn engagen? Du hast eigentlich bloß einen Shen, der auf dich taunten könnte. Und der ist nicht so gefährlich, weil du da Abstand waren kannst. Du weißt, dass der Shen keinen Flash hat. Dann kannst du da die Wall auch aggressiver setzen. Wenn du da wirklich mit Azir ins Pit reinkommst und die alle mit der Wall einmal shuffeln kannst. Na, holy moly. Na, guck mal, an der Stelle, wo du den Inhibitor verlierst, ist es nicht worth gewesen. Der Nasher, der war es nicht worth, alles klar. Twitch der Güter einfach alleine. Suizid-Mode, da kann ja auch kein Shen-Ultimate mehr helfen. Oh Gott, Fury. Und manchmal sagt man ja, der hat Eier, aber das war echt nicht Eier haben. Das war echt ein bisschen viel des Guten. Sehen wir es nochmal. Das Gangbang-Ultimate nicht mal optimal gesetzt. Das hat man ein bisschen aggressiver setzen können. Jetzt die Ultimate von Crown hier auch. Zack, hat nichts getroffen mit. Auch keine Expression. Schön gemacht, dass man erst den Nasher nimmt und dann die Kindle Ultimate zieht. Da war man sicher, aber jetzt guck mal, wie low die alle gehen. Der Expression, der versucht da rauszugehen, kriegt aber nichts raus. Und jetzt war Fury einfach vorbeilaufen. Hat halt keine Pink Ward zur Verfügung. Der hat sich unsichtbar gemacht und dort Sneaky noch rausgeschlängelt. Aber das ist natürlich was, was auch ein bisschen verleitet, ne? Aber stellt euch mal vor, wäre das jetzt gerade eine optimale Gangplank-Ulti gewesen und eine optimale Asi-Ultimate? Ich glaube, dann hätten die Nasher bekommen können und vorher lacen können. Kindred wäre gezwungen, früher ihre Ultimate zu ziehen. Dann stellst du dich da einfach rein, benutzt deine Asi-Ultimate, kriegst die wahrscheinlich alle, kriegst die Nasher noch im Nachhinein drauf. Und daran erkennt man eigentlich schon, was für ein großes Risiko gerade der Nasher für Long so dargestellt hat. Aber das ist auch ziemlich glimpflich für sie abgelaufen. Und es war jetzt schon ein negatives Baron Powerplay. Und diese Twitch-Plays einfach, die verleiten gerade so ein bisschen. Ich kann mir das selber sehr, sehr gut vorstellen. Wenn du Twitch spielst und diese Shen hast, dann willst du halt unbedingt ein Play machen. Du willst halt wirklich diese aus dem Nichts-Kombo raushauen oder einfach die Carries engagen kannst, mit Twitch rausbolst und GG. Aber es funktioniert halt manchmal nicht so einfach. Und wenn du mit Twitch dich gegen drei Mann zeigst, während Shen Ultimate noch am Durchkommen ist. Und wenn der Shen Ultimate schon vorher genutzt worden wäre, dass Shen erst auftaucht und Twitch dich dann zeigt, dann wäre es okay. Und wenn Twitch sich quasi erst zeigt und dann die Shen Ultimate kommt, dann ist er natürlich tot. Er wird fokussiert, bevor er irgendwas machen kann. Und dann bringen ihm seine, keine Ahnung, wie groß der Shen Schild da gerade ist, 500 Leben oder 500 Schild, was er da bekommt. Auch nicht so viel. Schönes Barrel hier. Chase hat noch getroffen. Barrel Mechanics sind auch gar nicht mal so einfach mit Gangplank. Mechanic dahinter, dass er quasi, dass du zwei Barrels aufstellst und während die beiden gerade am explodieren sind, haust du noch das dritte hinterher, um die Gegner so ein bisschen zu überraschen. Was du nicht ziehst, kannst du natürlich auch schlecht damit kalkulieren. Die Ultimate wird hier genutzt, den Turm, den will man haben. Expression muss sich zurückziehen, eine Menge Schaden. Der Crittet war komplett durchs Team. Die Ricochets und die Barrels, die dort ordentlich Schaden verursachen in der Backline. Auch den Inhibitor, den kann man aber nicht verteidigen. Samsung Galaxy, die haben gerade Scalings. Die haben jetzt gut Goldvorteil gewonnen, obwohl sie den Baron verloren haben. Und natürlich mit den Scalings, die beiden Infernal Drakes, die spielen da wunderbar rein. Elder-Drache ist natürlich auch eine Gefahr. Vision wurde genommen, damit zwingt mein Gegner natürlich in die Richtung zu face-checken. Aber schön gemacht hier von Pure. Er hat das Ganze gerochen. Haut einfach mal sein Q in den Busch rein. Ist auch wichtig. Ja, wenn du so eine Mechanik zur Verfügung hast, dann nutzt die auch. Der Vision hat nichts getroffen. Ruler! Der wird aber ausgelöscht! Twitch, der hat ihn einfach weggekrittet. Jetzt geht mal da rein. Chaser steht noch immer in seiner eigenen Ultimate drin. Dreimal reingegangen, haben die Heilung erhalten. Wunderbar! Victor wurde eliminiert, beide Carries aber von Samsung Galaxy schon bekommen. Alistar wird ja ausgelöscht. Zack, vier Mann, Kübe, der einzige Überlebende. Und der ist noch gar nicht mal sicher unterwegs. Auch wenn man zwei Inhibitoren verloren hat. Das war ein guter Teamfight. Schön gemacht. So kann man auch zeigen, wie es mit Twitch richtig funktioniert. Ruler, der wurde sofort dort eliminiert. Der konnte nicht mal mehr flashen. So schnell ging das. Da fangen, glaube ich, drei Crits hintereinander von Fury. So muss das Ganze nämlich mit Twitch laufen. Der macht sich nochmal unsichtbar. Oh, da ist ein Barrel drin. Pass auf, mein Bruder. Schön predicted das Ganze. Wow. Kiwi hat der unsichtbar einfach Fury getroffen. Hätte der gewusst, dass der da noch unterwegs ist. Ich glaube, der hätte er jetzt geholt. Ich bin glücklich sein, dass er das Ganze überlebt.
Denkpack hat noch keine Ultimate. Flash steht ihm aber zur Verfügung. Und den Elder-Drachen natürlich einfach weggehen lassen. Oh, ich special in der Zone jetzt einfach Gangplank da raus. Ja, keine Chance. Da kann ich reinkommen, damit der Elder-Drache, der wird hier am Long so gehen. Sie summiert jetzt mit 135 True Damage Buff am Start. Ja, klar, die anderen Buffs, die werden auch nochmal ein bisschen verstärkt. Reicht damit aber noch nicht an den Kapazitäten der Drachen und dann so Galaxy an. Ein bisschen hat halt hier gar nichts getroffen. Da wird gestunt. Jetzt guckt euch das an. Da oben Furia flasht einfach. Und Ruler, der wird komplett eliminiert. Ohne irgendetwas zu machen in diesem Teamfight. Das ist natürlich bitter. Da hat hier komplett der Carry Impact gefehlt. Kindred Ultimate hält da alle am Leben. In dem Punkt kann Crowdon halt wenig machen. Wurde dann auch einfach rausgenommen. Das war echt schön gemacht. Longsu, die haben ihre Chance gesehen und sofort genutzt. War halt wichtig, dass Ambition dort sein E verfehlt hat. Er konnte halt niemanden mit Barrel erwischen. Er konnte niemanden danach mehr dashen. Weil wenn du mit Gragas deinen Dash verfehlst, hat er einen besonders hohen Cooldown. Wenn du jemanden triffst, dann hat er ja weniger Cooldown. Das heißt, du bist als Gragas dort erstmal komplett out of position. Und Ruler, der hat halt so ein bisschen mit dem Gragas Engage dort gepokert. Und als der Engage nicht funktioniert hat, wird Ruler sofort fokussiert und kann nichts machen. Das war schön gemacht von Longsu. Und man merkt halt, ja, Twitch, der hat jetzt 4 Items und mit den 4 Items tut er auch richtig weh. Wenn der einmal an den Carry rankommt und wenn der einmal nicht fokussiert werden kann im Teamfight, dann carryt der das Ding und zwar eiskalt. Jetzt hier, Umode ist wieder unterwegs, Shen Ultimate ist draußen, aber Fury wieder sehr aggressiv unterwegs, Expansion, der geht auch rein. Ambition wird gezwungen, hier in den Guardian Angel zu gehen. Allerdings keine Ultimate für Twitch mehr vorhanden. Coco, der trifft nochmal einen Laser, nur ein GA im Endeffekt bekommen. Das darf man auch nicht unterschätzen. Auch dieser Schutzengel, der hat einen monströsen Cooldown. Zumindest länger als die Shen Ultimate, kombiniert mit der Twitch Ultimate. Ah, Fury hat er wie Fire. Der geht jedes Mal da vorne rein und zwar richtig aggressiv. Aber man sieht auch, er muss sich manchmal schnell wieder zurückziehen. Und so ein Asi und so eine Sivir, wenn die sich erstmal dort aufs Korn nehmen. Lass nicht gut Kirschen essen. Ah, Fury macht sich wieder unsichtbar. Man weiß ja auch, wo die Gegner sind. Im Endeffekt ist es halt noch für Longs noch ein bisschen schwierig. Sie haben den Elder Drachen, aber sie haben auch immer die 2 Inhibitoren down. Der Elder Drake, der wird nicht mehr so lange halten. Der wird gleich abgelaufen sein. Ich glaube, er ist sogar gerade ausgelaufen, ne? Oh, ist gerade ausgelaufen. Er hält halt bis 90 Sekunden. Also jetzt kein Riesenvorteil. Deshalb wollte man eben unbedingt die Tiefheit nochmal mitnehmen. Aber im Endeffekt hat es wirklich bloß für den Schutzengel gereicht. Unten, da sieht man schon, die Winions. Die sind auf dem Vormarsch. Man hat gleich wegdeffen. Und das wiederum ist gefährlich, weil die Nasher dadurch offen lässt. Shen ist der Einzige, der sich wirklich gerade leisten kann, dort auf die Botlane zu gehen. Hat zwar kein TP, aber mittlerweile seine Ultimate wieder parat. Ah, der Turm muss schon ganz schön leiden. Shen ist natürlich jetzt auch nicht der beste Wave-Clearer. Er hat natürlich seinen Sandfeuerumhang, was gegen die schwächeren Minions ziemlich cool ist. Oh, da hat man ihn ja scheinbar gerusht. Alles klar, Action Cam. Da hat man natürlich wieder Shen gezeigt, wie er unten dort an die Minions rangeht. Und wäre deshalb dann oben einfach mal einen Nasher genommen. Fury muss ja aufpassen, wird geslowed vom Gangplank Ultimate. Der macht das hier wunderbar. Slowt die Gegner einfach und dann holt man sie ab. Chaser hatte hier keine Chance rauszukommen. Nicht mehr in der Lage gewesen, sein Ultimate zu ziehen. Aber im Endeffekt hätte es ihm eh nichts gebracht. Weil man soll das gar nicht so unterschätzen. Wenn Chaser da sein Ultimate zieht, dann kann man halt Shen auch noch mit in den Fight dazu holen. Aber ich glaube, die Position war einfach zu ungünstig, als dass Samsung Galaxy dort hätte in die Knie gezwungen werden können. Man merkt die Scalings gerade. Gangplank, der ist im Game drin. Crown, der ist super dabei. Jetzt geht man von hinten da rein. Twitch versucht sofort der Crown reinzukommen. Kriegt ihn aber nicht. Im Bisch überlebt das Ganze auch. Jetzt Fury im Knockup wird geexhaustet. Jetzt hat er ein Problem. Der krönt. Der geht da durch. Fury überlebt das ganz, ganz knapp. Jetzt geht man auf. Wie schön von Crown gemacht. Der fliegt einfach hinterher. Engels gleich und holt sich den Kill einfach raus. Rave, der stirbt am Turm. Kann er nicht so viel machen. Währenddessen Ruler auch abgeholt. Ist dann auch unterm Turm angegangen worden. Die Inhibitoren sind aber noch frei und haben noch ordentlich Minions dabei. Der Nasher Buff, der unterstützt das Ganze. Chaser noch tot, war aber ein guter Fight von Longsu. Die haben hier insgesamt 2 Kills bekommen können. Geben aber wieder beide Inhibitoren ab. Das ist okay. Die Inhibitoren, die waren eh gerade frei. Gegen den Nasher 2 Inhibitoren zu verlieren, das ist verkraftbar. Der Elder Drake, der braucht noch ewig lange, bis der wieder respawnt. Der hat ja auch einen höheren Respawn-Timer als der Nasher. Der Nasher selber wird jetzt auch noch einige Minuten brauchen. Bis dahin sind die Inhibitoren wieder da. Das kann man halt wirklich mal als kompletten Free-Farm noch betrachten. Wobei, der Inhibitor steht sogar noch. Ich dachte, den hatten sie ihm noch abgeholt. Aber den lässt man einfach mit 10 Leben stehen. Sehen wir es nochmal ab. Jo. Oh, Crown, der wurde nicht gespottet von Expansion. Das ist bitter. Man hat halt versucht, ihn gleichzeitig mitzutaunten und danach einfach durchzuflashen. Und er ist quasi über seine eigene Verspottung rübergeflasht. Oh, da hätte man Crown wahrscheinlich sogar sofort eliminieren können. Ich meine, der hat nichts dabei gehabt, um sich von der Verspottung zu lösen. Und wenn Twitcher bloß 2, 3 Outrits mehr rausbekommt, dann war es das für Crown. Oh, Expansion.
Das sind so halt die kleinen Feinheiten. Ne, jetzt sehen wir es übrigens. Das war das Replay, wo der Nimbitorn gerade noch stand. Der wurde doch abgerissen. Habe ich auch richtig geschaut gehabt. Beide Nimbitorn also down. Oh, das ist halt... Das sind halt wirklich die Feinheiten. Das sind die kleinen Unterschiede. Die kleinen mechanischen Unterschiede, die manchmal wirklich so einen Fight ausmachen können. Und wenn Crown dort wirklich von dem Torn getroffen wird von Shen, ich glaube, dann gewinnt Longso sogar den Fight ziemlich eindeutig. Die haben es ja so schön nicht schlecht gemacht und im Endeffekt einen 2:1-Tausch erzielt. Aber an der Stelle muss Twitch wahrscheinlich nicht sterben und kann viel mehr Impact haben. Weil Crown war ja derjenige, der im Endeffekt Fury den ganzen Schaden zugefügt hat und ihn auch noch exhausted hat. Und wenn der dann nicht zur Verfügung steht, dann gnade dir Gott. Oh, 67er Grit. Sollte man schon nicht unterschätzen. Wenn Ricochet in die Wave reintrifft, da geht das 67er Grit durch alle durch. Ui, das U-Boot ist wieder unterwegs. Der Tod! Der trifft niemals und er wird eliminiert. Ken und Ultimate kam nicht mehr raus. Das war ein Failplay. Dreimal abgeholt, das war's. Das war das Game, was sie hier gerade verschenkt haben. Kein konnte man bekommen. Ambition überlebt das Ganze sehr, sehr knapp. Coco kriegt dann auch den Guardian Angel von Kyubey. Aber im Endeffekt verlierst du den dritten in Nimbitorn. Coco wird alleine nicht in der Lage sein, das Ganze zu verteidigen. Somit 1:0 für Samsung. Und ich sag's ja, oh Fury, der ist halt so aggressiv da reingelaufen. Ace, kriegt man den sogar noch. Da kann dir auch kein Shen Ultimate helfen. Wenn du als Twitch in 5 Mann so reinläufst, da kann dir auch kein Shen Ultimate mehr helfen. Der Schild ist halt viel zu gering. Hat man halt ein leichtes Grinsen gerade parat. Man denkt sich halt bloß so, oh Twitch, was ist da los? Ich meine, es waren einige Sachen, die da wieder schief gegangen sind. Der Shen-Torn, der halt niemanden getroffen hat. Er ist halt eiskalt durch alle durchgetorntet und dann halt niemanden verspotten können. Und Twitch wird dadurch natürlich sofort angegangen.